So, hallo Leute, willkommen zurück in Far Harbor, besser gesagt in Fallout 4 Far Harbor, und zwar in Vault 118. Ihr habt richtig gehört, wir sind auf der Insel Far Harbor auf eine weitere Vault gestoßen und hier leben nur Robohirne. Wenn das nicht der tapfere Detektiv? Ich habe schon viel zu lange niemanden mehr mit so einem Körper gesehen. Du bist auch nicht so übel. Du hättest mich vor all dem sehen müssen. Auf meine roten Haare war jedes Mädchen neidisch und meine Beine endlos lang, Schätzchen. Du willst doch sicher lieber ein paar meiner Filmgeschichten hören, statt über diesen fiesen Mord zu reden. Ich muss sagen, du bist eine wirklich gute Schauspielerin. Was soll ich sagen? Es fällt mir einfach leicht. Willst du ein paar meiner Geschichten hören? Da können wir noch mehr flirten. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Deine Stimme klingt bezaubernd. Tja, Schätzchen, wenn du es richtig anstellst, flüstere ich dir vielleicht ein paar süße Worte ins Ohr. Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Nein. Ich habe Mädchen aus Fleisch und Blut getroffen. Die waren nicht mal annähernd so eine Frau wie du. Weiter so, Tiger. Dann finden wir raus, ob du Manns genug für mich bist. Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Gar nicht. Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Klingt gut. Glaubst du, jemand dachte hier wirklich? Das war super. Aber nein. Das sollte besser nicht zur Gewohnheit werden. Wir sehen uns, Tiger. Nein. Scheiße, nee. Hallo, Tiger. Wayne. Willst du noch was von meiner Karriere hören? Oder doch lieber was anderes? Kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Sicher, Schätzchen. Was gibt es? Anscheinend hatte Juliana einige Tage vor Ezras Tod einen Streit mit ihm. Hast du vielleicht gehört, worum es ging? Aber hallo! Seit Theresa Dubois ihren Kostümdesigner gefeuert hat, habe ich keine Frau so an die Decke gehen sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Das war extrem. Sie war wohl im Aufseherbüro und hat dort ein totales Durcheinander vorgefunden. Aber, und hier wird es interessant. Es klang, als hätte sie etwas gefunden, das sie wütend machte. Ich konnte aber nicht hören, was. Brauchst du sonst noch was? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Schon seltsam, wie sehr Santiago von dem Mord besessen ist, obwohl er schon immer ein bisschen zwanghaft war. Er hat eine ganze Serie von mir gemalt, hunderte Bilder, meinte, ich wäre seine Muse. War schon schmeichelhaft, aber auch ein bisschen drüber. Brauchst du sonst noch was? Ich habe Keys Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er da hingekommen ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Ezra umgebracht hat. Brauchst du sonst noch was? Ich glaube, dass du eine Affäre mit Santiago hattest. Pass auf, ich liebe Keith. Aber manchmal kann er mir nicht das geben, was ich brauche. Als Frau ist man hier sehr einsam. Das war nur für ein paar Dutzend Jahre. Der Mann ist selbst für mich etwas zu viel. Brauchst du sonst noch was? Worüber hast du mit Keith gesprochen, als ich reinkam? Oh, das? Wir haben geprobt. Wir müssen am Ball bleiben, wenn wir Hollywood wieder aufbauen wollen. Aber Keith wird immer nervös, wenn er aufgebracht ist. Brauchst du sonst noch was? Erzähl mir von dir. Mein Lieblingsthema, um es kurz zu machen, Schätzchen. Ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Wenn diese internationale Auseinandersetzung beendet ist, kehre ich ins Filmgeschäft zurück und führe die Welt in ein goldenes Zeitalter für das Kino. Brauchst du sonst noch was? Nee. Egal. Ist klar. Ich bin hier,
und leide ob deiner fehlenden Beachtung. Du hast mich in Vault 114 gefunden. Gibt es echt mehr als 100 dieser Dinge? So. Hallo, wie kann ich dir helfen? Okay. Exit Zone. Hier ist das Museum. Hier haben wir den Schlüssel gefunden. Was haben wir denn hier? Hallo, brauchst du was? Haben Sie etwas zu Hause vergessen? Sag mal, was du so hast. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was gefunden haben. Oh. Gewehre. Der Adresse Gentleman. Reduziert den durch. Nett. Detektivauftrag. Können wir gleich eigentlich mal hier ein bisschen zuschlagen. Jo. Batz. Dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes haben. Zum Verkaufen hier. Buff out. Ja, Redex ist auch immer ganz gut. Stealth Boy. Oh Gott, das klingt so grässlich, wenn man das sagt. Ne, so viel hat sie nicht. Ach, hier komm. Machen wir hier komplett. Passt schon. So. Bisschen aufgerüstet. Das ist ja schon mal gut. Ah, zu viel gehofft. So, dann weiter den Gang hinunter. Exit Zone wollen wir nicht. Sicherheit. Hier gibt es gar nichts groß bei der Sicherheit. Außer einem Protektron. Der R2D2-mäßig vor sich rumpüpt. Püpp. Und hier drüben. Das ist wieder der Hausmeister. Jo. Kluck, kluck, kluck. Nee. Nee, das hilft uns alles nicht weiter. Wo ist denn der Aufseher? Das ist mal ein bisschen mein Problem, mich in diesen Vaults zurechtzufinden. Nämlich gar nicht so einfach. Residential. Da sind sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Nee. Egal. Ich bin hier, falls Sie mich brauchen. Exit Zone. Wollen wir nicht. Aber wo geht's denn dahin zum Beispiel? Da komme ich nicht auf. Da brauche ich den Schlüssel. Ah ja. Moment. Fällt mir gerade was ein. Wir könnten ja einfach mal den Quest anwählen. Dann hilft er uns nämlich ein bisschen bei der Wegfindung. Ich schütze und diene. Serve and protect. So. Und da sind wir jetzt nämlich schon mal oben. Noch weiter hoch müssen wir. Wie ist denn noch weiter hoch? Gibt es hier einen Aufzug irgendwo? Aufseherbüro, die Riggs und findet den schönsten. Ja, nicht so einfach, Leute. Das ist alles ja nicht so einfach, würde ich behaupten. Gut.
Hier hinten. Nee, hier sind die Duschen. Hier geht's runter zum Strand, zu meiner Liebschaft. Ja. Kann man denn hier? Hallo, Mr. Whiskers. Wer ist das süßeste Kätzchen? Julia, Mr. Whiskers ist letzten Monat gestorben. Das hier ist Scruffy. Weißt du noch? Oh, natürlich. Wie dumm von mir. Ich schaue mir kurz neurale Interface-Matrix an. Ja, dann kann ich bestimmt das... Nein, das ist es nicht. Ich bin einfach nur erkältet. Da kam wohl was rein, als sie Pearl losgeschickt haben. Oh Gott, nicht schon wieder. Letzten Monat hattest du angeblich die Masern. Du bist kein Doktor, du hast doch keine Ahnung. Außerdem denke ich, dass es Malaria sein könnte. Zunächst mal, ich bin Doktor. Ja, aber kein echter Doktor. Robotik ist keine medizinische Fachrichtung. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, in dem Anzug kannst du nicht krank werden. Das ist physisch unmöglich. Ich weiß, wenn ich krank bin, Bert. Warum verschwindest du nicht einfach und spielst in deinem Labor? Mr. Scruffy und ich werden das Testament umschreiben, sodass ihr alles bekommt, wenn ich sterbe, weil der böse Bird mir nicht glaubt. Oh Gott, Juliana. Wünsche viel Spaß. Mach, was du willst. Ich bin im Labor. Okay, dann folgen wir mal Bird. Brauchst du was? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Oh, nun, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber am Tatort finden sich bestimmt ein paar Hinweise. Gibt es sonst noch was? Ich hörte, dass Juliana und Ezra sich gestritten haben, einige Tage bevor er gefunden wurde. Erzähl mir was darüber. Ich war in meinem Labor und habe nichts gehört. Aber Juliana hatte immer Probleme mit Mr. Parker. Ich glaube, sie hatte was im Aufseherbüro gefunden. Ich habe nicht genau hingehört. Ich war so in meiner Forschung vertieft. Ich weiß es nicht. Ich versuche, ihr die Geldangelegenheiten zu überlassen. Gibt es sonst noch was? Erzähl mir von dir. Oh, ich bin Wissenschaftler. Meine Frau Juliana hast du vermutlich schon kennengelernt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Gibt es sonst noch was? Erzähl mir von deinen Forschungen. Ich war einer der Teamleiter bei der Erschaffung der ersten Robohirne, den Vorläufern unseres Modells. Die meisten finden sie nicht besonders interessant und ich möchte dich nicht langweilen. Gibt es sonst noch was? Ich würde gerne mehr über deine Forschung wissen. Oh, wunderbar. Niemand sonst hier will sich darüber unterhalten. Funktional entspricht dieses Modell mehr oder weniger den vorherigen Versionen, aber ohne Neuralunterdrücker und Rekonditionierung. Zwischen Stimmmodulator und Neuralmatrix scheint es einige Problemchen zu geben, was zu Übellaunigkeit führen kann. Dem kann man aber mit regelmäßiger Wartung beikommen. Gibt es sonst noch was? Ich glaube, wenn wir Jezebel dabei hätten, wäre die nicht begeistert. Robohirne haben einen Stimmmodulator? Erzähl mir mehr darüber. Das ermöglicht uns, die originalen Stimmen nachzubilden. Sie können jede normale menschliche Stimme imitieren. Ich glaube schon seit längerem, dass die Probleme mit unseren rekrutierten Exemplaren auftreten, weil das Gehirn ein Selbstempfinden beibehalten will. Unsere originalen Stimmen zu verwenden hilft bei der Verstärkung des neuralen Netzwerks. So wie Musik bei einem Alzheimer-Patienten. Gibt es sonst noch was? Ich würde gerne mehr über deine Forschung wissen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Alles noch streng geheim. Aber ich wollte dir bei deiner Untersuchung helfen. Gibt es sonst noch was? Egal. Okay. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung.
Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Wo hat das denn sein Labor? Bin ich jetzt mal gespannt. Ah ja, der Unterrichtsraum. Na gut, das ergibt Sinn. So, dann gehen wir mal zu seiner besseren Hälfte. Hallo, hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Ich glaube, es war einer dieser Schauspieler oder dieser schreckliche Maler. Solche Leute neigen zu Gewalt. Ich habe gehört, dass du vor ein paar Tagen einen Streit mit Ezra hattest. Was hat es damit auf sich? Naja, das war keine so große Sache. Er wollte mehr Geld für Reparaturen im Hotel. Mir ging es nicht so gut und ich habe den Ärmsten attackiert. Ich hätte wirklich öfter auf ihn hören sollen. Was soll dieser ganze Plunder hier? Das sind unsere Sachen. Wir warten nur darauf, dass der Krieg vorbei ist. Dann bringen wir sie wieder ins Anwesen. Erzähl mir von dir. Ich bin Juliana Riggs, Erbin des Riggs-Vermögens und Frau von Bert Riggs. Keine Ahnung, was du erwartet hast, Detective. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Okay, also sie ist sowas von zweidimensional. Das macht ja schon mal stutzig. Das ist ja... keine Ahnung. So. Da oben müsste es sein. Aber wir haben nichts, um da hinzukommen. Also da oben ist der Spürer. Schütze und Biene. Da sind sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Egal. Ich bin hier, falls sie mich brauchen. Dann gehe ich jetzt mal in den ersten Raum und na, mal gucken, ne? Jetzt geht's auf. Warum? Wir mussten vermutlich erst mit allen reden. Alter, sie... Ist das, haben die eine Garage hier unten für ihre Karren? Boah. Echt. Hätte man ja auch gar nicht Leute mit retten können. Nein, nein. Was gibt's hier? Grabungen? Also diese Vault ist... keine Ahnung, das ist wieder so eine Vault, wo ich mich wieder aufregen könnte. Also ich habe bisher keine Vault gefunden, wo man gesagt hat, das ist aber cool. Das finde ich doch mal gut. Also mit am miesesten fand ich persönlich die Drogenwort. Ich habe die Nummer jetzt vergessen, Leute. Das ist schon wieder eine ganze Weile her. Also die wir auch unter 4 jetzt hatten, die war schon... also absolut grenzwertig. Die Wand gehört da nicht hin. Bin ich mir relativ sicher. Na gut.
eine Etage oben. Gehen wir doch da mal hin. Das ist, keine Ahnung. Also ich finde das so morbide mit diesen Vaults. Auch diese Robo-Brains. Also wahrscheinlich ist das einer der Doktoren, den wir dort, ja, da hätten wir dann bestimmt Hinweise dazu bekommen, hätten wir uns die Namen gemerkt aus Automatron. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich weiß, wir haben noch... ...sein Vermögen gekostet haben, das hier zu bauen. Jo. Scheinbar doch dort durch, aber wie soll ich diese Wand wegkriegen? Bestimmt mit Trick 17 oder was auch immer. Das Aufseherbüro. Es ist doch zum wuschig werden. Genau, das ist das hier der Tunnel, durch den wir gekommen sind? Leute. Da hatten wir vorher richtig Action. Und jetzt ist quasi so das Luftholen dran. Eieiei. Und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Haben wir schon. Gut. Weg? Ne. Hier vielleicht? Das muss doch... Keine Ahnung. Das macht mich etwas wuschig. So. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Am Ende war es der Hausmeister, weil er auf den Weg gekackt hat. Das alte Robohirn. So. Super. Meine Fresse. Das macht mich wieder wuschig. Gut, Leute. Ich mache Stopp an der Stelle. Guck mal kurz im Web nach, wie ich da hinkomme, bevor ich mir jetzt noch den Wolf suche. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich sag erstmal bis. Denn dann gleich.